Ich wollte nur mal gucken, was es hier so gibt. Ich bin dazu angehalten, hier jeden durchzulassen, der vorbei möchte. Okay. Damit jeder mit eigenen Augen sehen kann, was wir mit Ketzern machen. Also geh ruhig rein und sieh dich um. Lass es dir als abschreckendes Beispiel dienen. Aber klau hier nichts. Wir behalten alles im Auge. Okay, mit wir bist du gemeint. Wenn du bist, dann bist du nur einer. Dann kannst du das bestimmt nicht leisten. Aha. Achso. Zu einfach. Die Zeit auf dir ab, stimmt ja. Hast vergessen. Und. Zu einfach. Verdächtiger Personenkreis. Okay. Ist das die Quest, die ich habe nebenbei? Nein. Ich habe Siegfried von morgen bis Mittag an der Maschinenhalle gesehen. Hagen habe ich morgens bei den Gruben gesehen und dann aus den Augen verloren. Oswald habe ich nur abends bei seinen Predigten gesehen. Okay. Siegfried, Hagen, Oswald. Siegfried, Hagen, Oswald. Na? Und du bist? Ach, einfach nur eine random Grubenwache. Die Namen bringen mir nicht so viel, wenn ich mich daran nicht orientieren kann, wen ich beklauen muss. Wenn es da bloß irgendein zufälliger No-Name ist. Aber okay. Okay. Propaganda ist verboten. Ha! Außerirdische. Okay. Die gucken wir uns mal genau an. Bringt überhaupt nichts, weil... Naja, keine Ahnung. Ist nice to have, wenn überhaupt... Oh. Moment. Kann man die auch beklauen? Sieht nicht so aus. Ja, ich gehe schon wieder. Wieder Wachroboter. Ey, mach das, du Rass. Lalalalala. Noch so einer. Hübsche Wand habt ihr hier. Erinnert mich ein bisschen an meine Minecraft-Bauten. Hier müsste ja die Quest sein, wa? Der Typ, den ich rauslocken, befreien, dann heimlich töten soll. Gut, aber hieß gar nichts. Man weiß es nicht so genau. Verurteilter Tod. Der Henker ist arglos. Das ist sein Fehler. Zu einfach. Lieber Henker. Was? Hallo? Ich schaue mich nur um. Ich schaue mich hier nur um. Dann tu das. Wenn ein Kleriker gegen die Gesetze verstößt, geben wir ihm immer die Wahl. Umerziehung durch unsere Suggestoren oder ein ehrenhafter Tod im Kampf. Ehrenhafter? Denn nur ein Kleriker, der im Kampf stirbt, ist es wert, im Tod den Segen Kalans zu empfangen. Und ich habe die ehrenhafte Aufgabe, diese armen Seelen an Kalan zu übergeben. Dieser Brauch gefällt mir. Ja, ihr Kleriker seid gar nicht so übel. Ein Berserker mit Verstand, ein seltenes Gut. Es freut mich, dich kennengelernt zu haben. Das ist klar, das ist gut für dich. Ich meine, die machen es ja nicht viel anders, die Berserker. Lalalalalala. Lass mich jetzt in Frieden. Ja, okay. Wenn es sein muss. Ich wollte streng genommen eh nichts von dir. So ist überhaupt nichts weiter. Aber ein faires Duell war es ja offenbar nicht, denn er war ja voll bewaffnet und noch ausgerüstet mit Rüstung. Und sein Opfer war offenbar halb nackt. Naja, wenn sie meinen. Eli oder Eli. Muss beklauert werden, ist ganz klar. Zu einfach. Finde ich auch. Verrotten sollen sie allesamt. Echt, ey. Eine Bande von Bastarden versteckt unter dem Mantel der Selbstgefälligkeit. Schweine. Und du? Was ist mit dir? Hast du etwa vor, mich mit einem Zaubertrick hier rauszuholen oder willst du alles kurz und klein schlagen? Ihr Berserker seid schließlich immer für eine Überraschung gut. Naja, draufgeschissen. Ich habe es satt, hier meine Monologe zu führen. Ja, besser ist. Also spare ich mir lieber meinen Atem. Arten, Arten. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese Spinner mich einer Hirnwäsche unterziehen, sodass ich in ihren Schächten Staub ansetze. Aber so einfach kriegen sie mich nicht klein. Mal schauen, ne? Was hast du verbrochen?
Die Jungs dachten wohl, meine Leute und ich hätten einen ihrer Außenposten versucht zu überfallen. Aber das ist totaler Blödsinn. Voll gut sein Bauchbeutel da. Nötig gehabt. Wie alles verdeckt. Unser letzter Raubzug auf eine Karawane war so erfolgreich, da gab es keinen Anlass, den Typen ein paar Splitter abzuluxen. Oder haben sie mich deswegen in das Loch verfrachtet? Tja, wer weiß. Wie konnten sie dich gefangen nehmen? Ja, ich hatte keine Wahl. Ein Stoßtrupp der Kleriker hat mich zusammen mit meinem Kumpel in der Steinwüste aufgelesen. Schwer verwundet lagen wir dort und haben unsere Wunden geleckt. Zuvor gab es eine Meinungsverschiedenheit mit unseren Begleitern. Wir haben sie gelöst, indem wir uns gegenseitig zu Klump geschossen haben. Und was ist jetzt dein Plan? Plan? Ich habe keinen Plan. Nur eine Idee. Eine Idee von Freiheit. Vielleicht bist du ja bereit, diese Idee mit mir zu teilen. Wer weiß. Egal, was du über mich denken magst, dass ich hier festsitze und man mir den Verstand rauben will, ist falsch. Ja, das sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Du erwartest, dass ich dir helfe, zu entkommen. Ich erwarte gar nichts. Aber die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren, oh Mann, ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Er hätte seinen wertlosen Hintern längst selbst hier rausschaffen können. Was kümmert es uns also? Ach, von einem Wilden erwarte ich auch keine Weitsicht. Das ist so krass. Also, was hast du hier für Konsequenzen an dem, was ich tue? Zum einen, wenn ich das Ganze passieren lasse, wie es passieren soll, wird nichts passieren. Also für mich als Konsequenz sehe ich mal stark an. Wenn ich ihn befreie, werden die Kleriker sauer sein oder verstimmt deswegen. Und auch mein Auftraggeber, wenn ich ihn dann befreie und umbringe, werden die Kleriker vielleicht noch verstimmter sein, aber der Typ dafür wenigstens guter Laune. Aber die Frage ist, der Typ, der mir den Auftrag gegeben hat, ist vielleicht selbst einer, der Dreck am Stecken hat und vielleicht ist der selbst irgendwie auch eine Art Outlaw oder so, der sich eingeschlichen hat und nur so tut, als ob. Aber das ist alles... Oh Mann. Ich denke darüber nach. Das ist immerhin etwas. Komm einfach zu mir, wenn du mir zu einer zweiten Chance verhelfen willst. Dann kannst du immer noch entscheiden, wie du agierst. Vor allem auch, ich meine, ist ja auch seine Quest letztendlich. Ob ich jetzt erfülle oder ihn umbringe, ist ja auch nochmal so eine Sache, die sich auswirken wird. Davon kannst du aber ausgehen. Nein. Taschendiebstahl. Achso, ich mach das. Zu einfach. Ganz ehrlich, aber jetzt von einem... Ups, was machst du da? Hauen die mich jetzt? Aua! Ah! Nee, ich bekomme von dem in den Rücken. Okay, cool. Auch gut. Und die hat eh mehr Geld da drüben. Oh, wobei, 19 ist ja. Ich lade schon wieder neues. Ich glaube, die hat sich ganz in Ruhe. Was ist ja kein Wert, was die da in den Taschen haben. Ist den Schaden nicht wert quasi. Nein, nein, nein. Ich bin noch nicht bereit. Kalan wird mich führen. Er wird mich mitnehmen. Nein, 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 nein. Okay, danke. Danke für diese hilfreiche, nette Konversation. Hätte ich mir auch sparen können. Moment, ich aktiviere eben die Quest. Ich werde nicht. Ich bin noch nicht sicher, Kalan, ob ich das rettet mich tatsächlich machen soll. Eine Sünde. Ich entscheide noch gar nicht, ob ich die Quest machen möchte oder ob ich sie machen möchte. Ich gucke auch mal, ob ich irgendwie anderweitig Informationen über diesen Typen einholen kann. Nein, nein. Doch nicht. Oh, das sind ja schon zwei. Ich kann nicht. Dumme Akolyten hier. Spar dir das Geschleiche, wenn du keine Ärger willst. Oh Mann, der Typ ist immer noch zu hören. Das nervt mich total. Lasst uns dankbar sein und ihn an der Brust seiner Brüder willkommen. Mann, da läuft aber einer ganz fleißig. Immer gegen die Wand gegen. Irgendwann gibt sie nach. Du machst das schon. Oh, Wegpunkt. Sehr schön. So, und du bist der Rüstmeister. Schleichst du etwa? Nein. Zu einfach. Ich bin nicht geschlichen. Idiot. Na, er merkt es trotzdem nicht. Unglaublich. Kathedrale. Lass dir ja nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Ups, hab ich schon. Wenn ich ihn beim Clown erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Aber auch nur wenn.
Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Ja, hat doch recht in meinem Fall. Sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta. Und du, Freundchen, kriegst generell nichts von mir. Oh. Du bist kein Kleriker und wirst auch nie einer werden. Damit hast du dir jedes Anrecht verwirkt. Sehe ich ein, aber schade eigentlich. Hätte ich dir mal gefragt, bevor ich Berserker geworden bin, hätte ich vielleicht zumindest eine Standardrüstung abkaufen können. Wie viel Zeit haben die Kerle wohl benötigt, um sie hochzuziehen? Vielleicht einen Tag oder so? Weiß nicht. Ich kann nur raten, Duras. Wo soll ich sowas denn wissen? Blöde Frage. Alles verboten hier. Mensch, Mensch. Will ich aber auch gar nicht haben. Wenn man so drüber nachdenkt. Reinhold! Der Reine! Meins. Ups. Du verfluchter Dieb! Das sagt mir gerade Duras? Was ist mit seiner Stimme? Nee, das geht so nicht. Komm, ich muss natürlich mal neu laden. Zack. Zu einfach. Ja, ich weiß. 160 ist aber eine schöne Zahl. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hart gelassen wurde. Ja. Wie kommst du darauf? Ich weiß, du bist da. Alles, was in meinem Lager vor sich geht. Oha. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Tachchen. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. Glückwunsch. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Jawohl. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Jawohl. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Okay. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, Anarchie, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist das du bin hier, ich. Um den Segen der Kleriker zu empfangen? Nö, ich wollte jemanden umbringen. Ist das denn möglich, obwohl ich bereits einer anderen Gemeinschaft angehöre? Nein, ist es nicht. Deine Ideale und Grundwerte scheinen woanders zu liegen als unsere. Wir haben keine Zeit mehr, dich erneut aufzubauen. Erneut aufbauen. Ist, wundert es mich etwas, dass Xander dich einfach so hereingelassen hat. Da war ich ja noch kein Berserker. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Da war ich ja noch kein Berserker, Mann. Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen. Nicht so schlimm. Mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aha, so. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Ja, okay. Na, komm, klick an. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Eigentlich gar nichts. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Ah. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Dann lass uns das mal nicht tun. Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt? Der Meteor war nur der erste Schritt, aha, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen. Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben.
Ganz ehrlich, es ist super anstrengend, diesen Klerikern zuzuhören. Oh, und das am frühen Morgen. Religionsgehirnwischerei hier, es ist ja schrecklich.